und herzlich willkommen zu Folge 31. Also, ich bin Sabrina, wohne im wunderschönen Cottbus mit Mann und Kind, bin 21 Jahre alt. Ich habe was vergessen, aber das kann ich euch später im Extra nochmal zeigen. Also, ich hoffe, es wird dieses Mal klappen, mit das Video zu schneiden und nicht so wie letztes Mal, dass es die ganze Zeit Musik läuft. Deswegen habe ich ja das nochmal runtergeschmissen und musste es ja nochmal neu hochpacken, weil es genau da der Haken war. Und deswegen hoffe ich, dass es halt diesmal nicht so wird. Ja, also wie ihr seht, ich bin auch ein bisschen noch gesabbert. Ja, also ich kann euch fertige Projekte zeigen. Ich habe weitergestrickt an allen Projekten, die ich auf den Nadeln habe. Und ich habe gestickt. Mehr als sonst. Was ich eigentlich in 2 Jahren ungefähr sticke. Ja, also das kann ich nur in extra Video zeigen. Ich habe auch noch mal was Neues gekauft. Nochmal Sockenwolle. Ja. Fangen wir mal mit an mit Fanprojekten. Und zwar die. Und zwar sind das die Diana Schwartz mit Glitzerwolle von. Also, fangen wir mal mit der Anleitung an. Also, das ist die Diana Scholl von der Super Socks World Championships. Und zwar ist das die Aufwärmsocken gewesen. Habe ich mit 2,5 gestrickt und die Wolle gab es mal bei Wollwort vor 2 Jahren. Ist ein Farbverlaufsbobbel, je 50 Gramm, davon hatte ich 2 Knäule. Daraus habe ich letztes Jahr ein Pullover gestrickt, kann ich euch auch noch sagen. Grau mit Glitzer, also so eine halberwegs Wolken. Wenn ich noch ein Foto finde, könnte ich es dann noch hinten hinzufügen. Ja. Und zwar habe ich, wie gesagt, der hier waren 2. Also Bündchen. Habe die kleine Größe gestrickt, das ist jetzt eine 39 geworden. Passt aber, würde trotzdem Oma wahrscheinlich passen. Dann geht einer nach der linken Seite, dann wieder Bündchen. Einer geht auf die rechte Seite. Ihr seht das gerade verkehrt. Dann auf der rechten Seite ist der hier und der geht auf die linke Seite. Ich bin durch. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31. Ich habe versucht, gestern schon aufzunehmen und jetzt heute. Also, ich bin Sabrina, wohne im wunderschönen Cottbus mit Mann und Kind, bin 21 Jahre alt. Achso, und habe natürlich auch 2 Katzen hier zu Hause und eine Katze ist bei meiner Schwiegermutter als Pflege. Ja, also, ich kann euch Fettprojekte zeigen. Ich kann was weitergestrickt. Ich habe wirklich an alles weitergestrickt. Ja, davor. Diesmal hoffentlich wird die Technik klappen. Wegen der Musik letztes Mal. Deswegen habe ich ja runtergeschmissen und nochmal hoch neu geladen. Und ja, und ich hoffe, dass diesmal besser klappt. Ich bedanke mich wieder auf die ganzen neuen Abonnenten, die dazu gekommen sind in den letzten 2 Wochen. Okay, es sind fast 2 Wochen, zeige ich jetzt schon mal, weil ich ja nächste Woche nach Berlin fahre, tue ich schon mal einen Teil vorher aufnehmen und eventuell was hinzufügen, ich weiß es nicht, also ich werde da nicht Video drehen und deswegen werde ich es schon mal vorproduzieren gerade und wahrscheinlich nur ein paar Fotos noch hinzufügen, das ist das Einzige, was ich noch machen werde. Aber später mehr dazu. Also, ihr seid beim Stricken angekommen.
Und ich habe natürlich vieles weitergemacht. Also fangen wir mal an. Die Diana Shorts von der Super Socks World Championships, die Aufwärmsocken. Also, Bündchen. Dann geht einer nach rechts. Das sieht bei euch nach links aus. Dann Bündchen. Dann einer geht auf links. Bündchen auf die rechte Seite. Eine Bumerangferse. Ich weiß nicht, wie die Spitze heißt. Aber irgendwie kriege ich immer bei der zweiten das besser hin. So sieht die so aus, die zweite. Vielleicht wisst ihr warum. Das ist die erste und das ist die zweite. Ich zappel. Also, hier sind drei Farben drin: lila, blau und gelb. Und zwar gab es die mal bei Woolworth vor 3 Jahren. Letztes Jahr habe ich, also vor 3 Jahren haben wir die gekauft. Letztes Jahr habe ich daraus einen Pullover gestrickt. Einen grau-bunten. Ist eine Glitzerwolle. Also, und ich werde mal versuchen, ob ich noch ein Bild davon habe und dann kann ich es mal ganz zum Schluss noch machen. Und zwar war ich bei dem letzten hier und das Stückchen ist doch dazu gekommen, Stricke mit 2,5. Und bei der anderen war ich auch hier und das ist auch dazu gekommen. Ja, ein paar schon mal. Dann sind wir jetzt bei 26. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Ja, ihr seht mich um und weil ja der Kleine ja schlafen tut, habe ich jetzt die Kamera angemacht und habe vergessen, den Tonausguss zu machen. Aber nicht schlimm. Ja, dann sind ja die Juni-Socken von Wollsocken Schafekal ja mit auch dabei. Und keiner ist, also ich kriege eigentlich von jeder Socke noch einen Punkt, das steht schon mal auch fest, aber also wie gesagt, ich bin diesmal auch wieder ein Schaf. Ich habe 4 Paar Socken. Hier. 1, 2, 3. Ja, 4 Paar Socken jetzt hätte ich. Deswegen bin ich auch ein Schaf. Dann habe ich eigentlich bei allen, außer bei der ersten Super Soxor Shape Chips, ist eigentlich nur ein Teil, also wirklich nur hier unten gewesen, mit Resten und der obere Teil und so nicht. Deswegen werde ich das nicht hinzufügen, dass es aus meinem Stash ist. Ja, aber dafür fangen wir jetzt mal an. Die Juni Jumpers von Drops Design. Die sehen so aus. Eigentlich sind die auf beiden Seiten auf dem Fuß, aber ich habe die auf einer Seite nur. Also, ich stehe jetzt richtig hier. Also, ihr seht, ich habe die eine auf der rechten Seite gebunden und der andere ist auf der linken Seite gebunden. Man kann auch zum Beispiel so. Dann sie rechts und links oder in der Mitte kann er dann anziehen. Ja, so sieht das wunderschöne Muster aus. Habe 5 cm Bündchen gestrickt, habe 2 Mustersätze gestrickt, eine Bumerangferse, 5 Mustersätze an den Fuß gemacht, dass ich auf 22,5 ankomme, meine normale Spitze. Und habe eins rechts, eins links Bündchen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es gerade gesagt habe, mit 3,0 und zwar sind das die nur Nebenstricknadeln und bei den anderen waren das die Knetbrotzingnadeln, 15 cm aus diesem Set. Zwei sind fertig geworden und auch aus meinen Resten. Kiste, ein ganzer Knäuel war das und einen bisschen. Und zwar habe ich jetzt noch so viel über, also ungefähr
ein bisschen mehr übrig geworden. Dann ist zum Beispiel dieses Set, meine ich jetzt damit. Also hier fehlen jetzt die 2,5er und die 3,0er. Die 3,0er liegen im Kinderzimmer in der Metalldose, wo meine Kekse waren letztes Jahr. Und da packe ich eigentlich öfters eigentlich die Socken rein oder Projekte, die klein sind, die fertig sind eigentlich. Aber zurzeit benutze ich den gerade nicht. Da sind alle Stricknadeln drin. Ja. Und die Wolle, also Freda Benson Moline. 50 Gramm auf 133 Meter, 100% Polyacryl. Kammern in Nadelstärke 3 bis 3,5. Die gibt es bei Teddy und bei McGuides. Und so wie die aussieht, wurde die bei McGuides gekauft. Und zwar die Farbe ist die 881 und die Partie 1917. Die lässt sich eigentlich sehr gut stricken, auch wenn man einen Brust. Projekt hat. Also ich habe die paar Tage später angeschlagen und ich musste eigentlich bei der einen anderen Socke musste ich es ändern. Kann ich euch da auch nochmal ansagen. Und das dritte Paar. Mein Frustprojekt. Und zwar habe ich wieder eins links, eins rechts Bündchen gemacht, eine Bumerangferse. Also 5 cm Bündchen, 5 cm Schaft, also insgesamt 10 cm und wieder bei 22,5 abgenommen. Das Brustprojekt war das hier. Die Wolle verstrickte sich sehr, sehr schrecklich. Und deswegen habe ich kein Muster reingestrickt, sondern habe es wirklich nur glatt rechts. Und ich dachte, naja, eigentlich wird die halt nicht so lange halten, aber eigentlich schon. Ich habe auch ein bisschen weggepackt, weil es mir gereicht hat. Es ist aus Resten und ist auch für meinen Onkel. Also wie gesagt, hier sind meine zwei Beweise. Meine Spitze, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich habe bei der einen Socke habe ich irgendwie falsch abgenommen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ist aus Resten. Von denen habe ich jetzt auch noch was übrig und noch ein bisschen von den anderen Knäuel. Ich habe zwei Knäuel gehabt. Und das vom ersten Knäuel noch. Hatte einen volleren und einen etwas weniger. Fertig. Also drei Socken, das sind dann 28 in 2022. Packe ich mal wieder hier hoch. Oder nehmen. Ja, schlaf weiter. Ja, da zeige ich euch, was ich weiter gestrickt habe. Aber davor will ich noch was trinken holen und deswegen mache ich jetzt erstmal Pause. So, guten Morgen. Sieht doch mal schön das Licht. Seht, ich habe meine Haare noch nicht so wirklich gemacht. Und ich wollte euch kurz mal berichten, was ich euch noch zeigen wollte. Und zwar eine kleine süße Babymütze. Also wie gesagt, ich war bei Bündchen, sieht man das? Ja, ein bisschen drüber gewesen. Habe hier das letzte Mal und habe dann ein bisschen hochgestrickt und dann habe ich abgenommen. Ja. Ich habe immer noch was übrig und daraus werde ich jetzt noch eine Mütze stricken. Ich habe ja noch blau und schwarz noch übrig. Aber ich werde das jetzt nicht jetzt machen, sondern irgendwann mal, weil ja jetzt ja noch die Strickjacke noch dazu kommt. Und dass mal die anderen drei Großprojekte auch noch vorankommen. Und eventuell werde ich noch demnächst, also nicht diesen Monat mehr,
Juli, August ungefähr wahrscheinlich ein Großprojekt anschlagen. Mal gucken. Also wie gesagt, ihr seht auch, wie spät das ist. Kurz nach 6. Ja. Ich bin schon stolz. Ja. So, da bin ich wieder. Und zwar, woran habe ich am wenigsten gestrickt? Und zwar an den hier. Also, naja, ob ich jetzt daran weniger gestrickt habe oder an den anderen, keine Ahnung. Und zwar ist es ja die Babydick. Ich werde die nochmal ausmessen. Also lang machen, ausmessen, die Höhe und die Breite jetzt schon mal. Und dann wisst ihr schon mal, wie lang und breit die ist. Was ja ein Quadrat wäre. Das Kind ist schon geboren vor kurzem. Und ja, also hier war ich das letzte Mal. Und das Stückchen ist noch dazu gekommen. Ist nicht viel, ich habe auch nicht so wirklich daran gestrickt. Ich habe am 2 Tagen, habe ich mir so gedacht. Aber ich war dann so müde. Ich wollte den hier aufstricken und den hier. Also es waren 2 kleine Knäule. Also weiß habe ich geschafft, aber blau nicht. Und ich habe auch an den letzten Tagen auch nicht daran gestrickt. Das Monster ging schon groß geworden. Ich glaube, ich stricke das auf. Also 3,0er. Kann ich euch schon mal sagen. Ich glaube, Adi. Auf 100 cm Seil. Wie ich gesagt habe. Steht gerade nicht da dran. Aber naja. So. Dann habe ich an den. Also, wer den Mystery-Schal noch von Anna Soliseckli, der im Mai gestartet hat. Und der jetzt bei dem Clou 3 fertig geworden ist. Kann jetzt gucken. Und der Rest noch nicht. Die Anleitung ist jetzt schon draußen, kann ich euch schon sagen. Und ich musste. Mein Handy hat geladen. Ich habe ja 2 Handys gerade. Mein neueres und mein älteres. Und in dem Zeitpunkt habe ich. War das in der Kamera drin und ich hatte meinen Laptop an. Also, Handy geladen. Ein, zwei. Dings gewesen und der andere, ja, also Laptop genommen, Revli, die anderen runtergeladen, bei Clou 3 angekommen, weil ich ja bei Clou 3 war ich ja schon, bei der Clou 2 war ich ja beim letzten Mal fertig und den Clou 3 musste ich ja noch machen. So, bei mir sieht es aber anders aus. Ich habe gerade mal 3 Muster dazu und sie hat 5. Oder so. Irgendwie komisch. Aber naja, ich habe es jetzt so gelassen und werde jetzt einfach den Klo 4 jetzt anfangen. Also, ich habe die Knitpro Zinknadeln Metall auswechselbaren Nadelspiel. Set ist eigentlich aus Holz. Die Knitpro Zink. Mir sind die abgebrochen. Die sind kleiner von der Höhe her als die Originale. Passen aber trotzdem rein. Da habe ich ja gesagt, dass ich was bestellt habe nochmal.
Habe gerade jetzt einen 80er, 100er sei gerade so drin. Den werde ich auch mal aus der Breite und Länge messen. Also die Breite von hier jetzt. Hier. Also, ich habe wirklich nur einen Mustersatz gestrickt vom letzten Mal, weil danach war der zu Ende. Also, so seht ihr jetzt gerade das wunderschöne Prachtstück. So. Mit 3,0. Ich habe hier einen Rundzähler, den ich habe, weil ich ja gerne mich verzählen tue. Der wird jetzt für meine Oma immer noch und ich werde da irgendwann später nochmal für meine Schwiegermutti einen stricken. Punkt 2 habe ich weiter gestrickt. Punkt 3 habe ich weiter gestrickt. Der ist am weitesten gekommen, habe. Warte. 1, 2, 3, 4, 5 Tage daran gestrickt. Kann ich auch sagen, warum ich es sagen kann, weil ich Maschen markiere in Orange drin habe. Also das ist der erste Tag nach dem Marker. Also, Pitot ist fertig, die Schäfchen sind fertig, Grau muss ich jetzt noch stricken. Habe ja ein Mustersitz hier weniger gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, nur noch einen Punkt dran zu setzen. Also habe ich jetzt nur noch weitergemacht, wie es sollte. Also, hier war ich das letzte Mal und das große Stück kam noch dazu. Dann kam noch dazu dieser wunderschöne Ärmel. Ich kann euch mal meine Abnahmen auch noch mal zeigen. Also hier, da wo der Marker ist, bis hierhin ist komplett alles mit. Da wo die Ärmel angefangen hat und dann die Abnahmen sind. Stricke das mit den Knit-Pro Zingnadeln. Ich liebe Zingnadeln, die stricken sich so schön. Und zwar auf 100 cm Seilen. Die habe ich schon mal zweimal jetzt schon gekauft in meinem Leben. Ich weiß immer noch nicht, wo die anderen sind. Und habe hier jetzt noch eine kleine Rundstricknadel drin. Ich weiß nicht, welche Marke. Auch 3,0 cm. Also daran habe ich am meisten gestrickt und ja. Dann werde ich jetzt noch mal ein Video reinfügen. Und das wird ihr noch ganz sicher bei meinem Mom eventuell bei der Sommerpause noch sehen. Weil sie muss ja nur noch eine Sache sticken. Also wir haben es, also ich glaube, Mutti oder ich haben als erstes angefangen. Da fand ich die Türstecke so cool. Da habe ich die gehabt, glaube ich. Wenn Mutti die als erstes hatte, wenn nicht, hatte ich die als erstes. Ja, habe ich die meine Mom wieder zurückgeschoben. Dann kam sie auf die Idee, wir wechseln jetzt ab. Ich stricke das und das, also grau und blau. Und sie nur noch das Weiße. Weil man musste bei der Tischdecke echt ankritzeln. Das seht ihr wahrscheinlich auch im Video. Ich weiß es gerade nicht. Weil ich das letzte Woche gemacht habe. Das Video so jedenfalls. Habe ich jetzt Sarah fertig und sie wird das jetzt das nur noch das restliche sticken. Mal gucken. Aber das war das Video. So, ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie weit eigentlich diese Tischdecke ist. Also, meine Mom und ich haben die jetzt schon abgewechselt. Und zwar ist es so eine, ja, ein fester Stoff. Und das ist halt zum Sticken da.
Und zwar ist der hier fertig und der hier. Und der hier muss noch gemacht werden. Und zwar habe ich in 2 Tagen habe ich einmal das Grau und das Blaue gemacht. Mutti wird jetzt noch das Weiße sticken. Und das hier, also das andere Grau, habe ich noch gemacht. Und am letzten Tag, also gestern, habe ich das Blau noch weiter gestickt. Also, ja. Und das geht jetzt wieder zurück. Und deswegen wollte ich euch mal zeigen, was ich so gestickt habe. Ich habe mir nicht so wirklich viel Lust gerade zum Stricken. Zwischendurch mache ich gerade eine Pause und ja. Also ich bin für 2 Tage echt gut weit gekommen. Also wirklich das zum Beispiel, 2 Tage, ein Tag mit dem hier zusammen. Und der letzte Tag war ja nur noch das hier. Also wie man das so nimmt. Ja. Und ich mach mal so. So sieht das ungefähr aus. Ein kleiner süßer Fratz. Sie ihn auch mal wieder sieht. Und ein Purzel. Purzel. Die kleinen 2 Rabauken, die mein Leben manchmal zu schaffen machen, aber so süß sind. Kuscheln. So, habt ihr jetzt das Video gesehen? Und jetzt werde ich euch meine Geschichte erzählen, was ich jetzt noch vorhab. Also, wir fahren ja nächste Woche nach Berlin. Wieder. Jetzt wollen wir. Boah, will ich. Also, ich kann gerade das Bild nicht zeigen. Es ist ein Wolf, jedenfalls. Es soll eine Babystrickjacke werden, weil er mag ja gerne Wölfe. Wölfe, Hunde, also eher Wolf, Wölfe. Jedenfalls werde ich daraus die Strickjacke stricken. Ich habe schon die Wolle ja eingepackt, aber ich habe hier noch 2, also jeweils von jeder Farbe ja nur 2 eingepackt. Und ich habe ja noch hier in der Kiste noch welche. Also, und zwar aus die Teddywolle Blatsch. Und da habe ich jetzt 100 Gramm jeweils, also 200 Gramm. Mir fehlen jetzt noch von der Farbe noch 2 Knäuel. Dann habe ich von jeder Farbe gleich 4 da. Also daraus will ich jetzt noch die Strickjacke stricken. Dann werde ich mir noch ein paar Socken einpacken. Ich habe mir überlegt, ich habe gestern gezweifelt. Ich habe bei der Sockenwende, das ist die erste Runde angefangen. Es ist wirklich nur eine Runde. Ich kacke dieses Muster an. Das Muster, also es ist das Bündchen. Ich kacke dieses Bündchen an schon mal. Ich werde wahrscheinlich die ganze Socke ankacken. Ich werde nochmal versuchen. Wenn nicht, dann werde ich die Runde gar nicht mitmachen. Es gibt einmal die, wie gesagt, von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie die heißen tun. Gerade. Das ist halt die Runde 1. Und da kacke ich schon ab. Ich finde beide Socken schön vom Aussehen her. Ich wusste nicht, wer hier, aber dann habe ich das gelesen und dann. Nee. Tu ab, würde ich mich noch nicht so wirklich freuen. Ja. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich normale Socken mitnehmen. Ich kann, wie gesagt, immer noch da die Decke anfangen, die ich ja noch nicht angefangen habe mit den Wellen. Weil sie hat ja hellblau, dunkelblau, also dunkelblau, hellblau und weiß da. Und Stricknadeln und Waschmaschine habe ich auch schon noch da und die Anleitung habe ich ja auch noch da. Ja, dann habe ich ja noch was Neues gekauft. Noch
dazu an den Tag, also es war nur ein Tag. Und zwar die Tiriwolle, Einhorn und die Einhorn. In Pastelltönen und etwas kräftiger. Also jetzt habe ich wirklich alle drei Knäule von jeweils eins, weil es 100 Gramm drin sind oder drauf sind, besagt. Und ich habe jetzt hingekriegt, meine Sockenwolle in einer Kiste zu kriegen. So, halbwegs. Halbwegs. Ich habe ja ganz viele Reste und ich habe ja noch die Tüte. Okay. Da ist in der Tüte die flotte Socke Glaria. Von der habe ich ja auch die flotte Socke Australia. Und jetzt wird ihr gleich sehen, warum ihr die schon kennt. Weil ich die schon mal gestrickt habe. Und zwar wollte ich ja die mal aus der Teststricken von Anders Wolsigli, die Krokus Socks. Aber die mustert sich, also sie blockartig, und das hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich auch entschieden, nicht zu stricken. Und wenn das mit den Socken klappt, hätte ich ja noch den Knäuel. Ich habe ja noch ein Fabio-Wolle noch hier. Ich habe ein bisschen Rest Orange, Schwarz, Pink, Grau, Blau und Grün. Also da sage ich mir so, da ist die hier von Teddy, die mehrfach Streifen tut, viel, viel besser als die, die blockartig macht. Also die Rainbow-Socken-Wolle, davon habe ich ja auch davon. Also von der Grün habe ich zwei, von denen habe ich jetzt noch einen. Vom Grün habe ich ja noch einen Rest. Dann habe ich die Sendrun. Und ich hoffe, jetzt kriege ich alle mal ein in die Kiste. Und habe Leverkusen. Weil das ist jetzt alles Sockenwolle, die ich habe. Und deswegen wollte ich eine kleine Kiste, weil ich keine große Kiste brauche. Vielleicht werde ich mal euch einfügen, wenn ich das mal schaffe. Im Schlafzimmer sind es fünf. Ja, zwei über den Fernseher. Jeweils zwei daneben. Drei auf der linken Seite, wo die Wand ist. Also drei plus zwei sind ja fünf Kisten mit Wolle. Also nur Wolle. Und ein bisschen Stricknadenzubehör, aber mehr Wolle. Ich krieg die doch nicht rein. Muss ich doch noch was abstricken. Dann, also fünf Kisten. Jeweils nur Wolle. Dann habe ich eine Kiste im Wohnzimmer, die Frau der Couch, also da, wo der Balkon steht, sind Sockenanleitungsbücher, zwei glaube ich drin, was ich eventuell dieses Jahr machen möchte, also so ein, so ein Buch, nur ein größer und was ich dieses Jahr alles reinmachen möchte, ist da drin. Und ich habe Wolle drin, ich habe Stricknadeln drin, die ich am meisten benutze. Also das Z zum Beispiel ist drin oder das andere Z ist drin. Und oben drüber sind die Waschtaschen mit jeweils auch ein bisschen Wolle drin. Und von den Schal ist die Wolle in der Box drin und jeweils eine aus der Box drin. Und von den Pullover habe ich auch noch draußen und drin. Die Wolle, die an den Babydecke ist, der eine restliche Knäuel ist zwischen meinem Bett und den Schränkchen, genau dazwischen, dass ich genug schnell reingreifen kann. Das ist der einzige Knäuel, der jetzt noch in der Ecke ist.
Der weiße Mond war in der Ecke, jetzt nicht mehr. Dann, ja, dann habe ich noch eine Tüte, fällt mir ein. Ich habe noch eine Tüte, also in einen Teddybeutel besser. Das Nilo Wolle von Lisa Gründel alles drin. Und ich glaube, zwei oder eine von Teddy, der Farbbobble, den ich auch vorhin erzählt habe. Habe ich jetzt noch irgendwo Wolle-Versteck? Ich habe unter dem Tisch habe ich eine kleine Kiste, da ist auch Wolle drin, ein bisschen. Ich habe noch einen Knäuel. Dann kennt ihr ja meine Restekiste, wo eigentlich alles mit Resten zu tun hat. Und eine Tabakdose, eine große, da ist Glitzerwolle drin. Habe ich jetzt noch irgendwo ein Kinderzimmer eventuell, was mir einfällt? In der anderen Kiste sind gerade nur die Wolle, die ich stricken möchte, gerade an den Projekten, also an den Socken, die Mutti ausgesucht hat. Eine Babynahrungsbox ist, die Oma rausgesucht hat. Und die andere Kiste kann eigentlich jetzt wieder in die Restekiste rein, weil ja die Socken jetzt fertig sind. Ich glaube, mehr habe ich auch nicht. Reicht ja. Also wie gesagt, ich werde mal wahrscheinlich mal die Wolle raussuchen, die zu tun hat. Aber ich zeige euch jetzt mal die Kiste. Und da ist die Sockenwolle-Kiste. Wie gesagt, ich habe die schon eingefügt alle gestern. Die Einhorn, die von alles, was von Teddy ist. Ich habe ja gesagt, ich werde alles einfügen, was ich dieses Jahr gekauft habe. Und die habe ich ja schon länger, also werde ich die jetzt nicht einfügen. Von Wollbutt. Dann habe ich ja, wie gesagt, da sind meine neuen Stricknadeln, dass ich die dann mehr stricken kann. Ich überlege zwischen Socken mitzunehmen, was eigentlich cool wäre, weil dann könnte ich noch eine Woche stricken an Socken. Oder ich stricke an einen neuen Schal. Da müsste ich aber trotzdem zwei Wollknäuel mitnehmen. Ich weiß auch nicht, welche Farbe die haben möchte. Oder welche ich nochmal stricken sollte. Fällt mir jetzt noch was ein? Also, wie gesagt, meine Idee an Anstricken wäre die Strickjacke auf jeden Fall. Dann noch ein Schal, der gleiche. Dann der andere Pullover, also den Schneeflockenpullover für mich und für meine Oma. Oder ich stricke an einen neuen Pullover, an rosa, den habe ich ja auch noch da drinnen. Ich weiß es noch nicht. Ich will auch nicht so viel mitnehmen, weil ich jetzt, also weil wir jetzt schon sehr viel mitschleppen. Also wie zum Beispiel die Windelbox, also eine Windelpackung, eine große von der Monatsbox. Habe ich ja draußen gelassen, eine komplett zu. Oder es ist noch. Die gehen eigentlich sehr schnell wieder alle. Dann wollen wir ja schwimmen gehen, also dann nehmen wir auch noch die paar Winde noch mit. Und in der Waschtasche sind gerade die restlichen Winde, die dann reinkommen später. Und aber erstmal sind gerade da die Strickjacke Wolle drinnen und dann machen sie die auswechselbaren Stricknadeln sehr gut. Dann nehme ich noch das Set mit und werde die dann kann ich die da tauschen jedes Mal.
Ich weiß es noch nicht. Ich werde ganz sicher noch eine Waschtasche mitnehmen, die ich da reinpacken kann. Die wollte später. Außerdem, wenn die wohl nicht reichen tut, habe ich ja noch einen Teenie in der Nähe. Sind ja nur ein paar Meter. Aber mehr weiß ich auch nicht. Also, wie gesagt, Planung habt ihr, was ich mitnehmen möchte. Eigentlich wollte ich ja die Socken mitnehmen, aber ich bin mir noch unsicher. Also, ich werde mich heute nochmal daran setzen und probieren. Ich bin ja gerade erst bei der ersten Runde und die Socken sind scheiße, du blöd, besagt, erklärt. Ja. Vielleicht kriege ich es noch hin. Wenn ich es nicht hinkriege, werdet ihr das Video heute komplett sehen. Nur, dass ich noch die Türstecke und das vergessene Projekt einfügen tue. Ja. Und vielleicht, was ich noch weiter gestrickt habe bis dahin. Also ich werde jetzt das Video und diese noch drehen, also schneiden. Und was noch dazu fertig geworden ist, das noch weiter gestrickt worden ist, kann ich ja noch gerne hinzufügen zum Schluss. Werde noch hinzufügen von meinem Abendspaziergang mit dem Hund, weil wir einen Hund hatten. Für kurzer Zeit. Bis er Scheiße gebaut hat und nicht gerade wenig. Und da war der wunderschöne Abendmond. Dann war ja Stadtfest gewesen. Da werde ich auch Bilder hinzufügen, wo ich von abends zurück nach Hause gekommen bin. Da war, also Stadtfest in Cottbus war es. Dann habe ich zwei Kaninchen gesehen. Da werde ich auch noch Bilder hinzufügen, die ich gemacht habe, alle. Lasst euch überraschen, was noch diese Woche kommt. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr im Bild sein, aber außerhalb des Bildes wahrscheinlich. Und wenn ich was vergessen habe, dann werde ich nochmal hinzufügen. So ist er nicht. Gut, dann tschüss und bis nächstes Mal. Eure Sabrina. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die neue Woche, wo das dann hochgeladen wird. Und und jedenfalls mache ich ja auch noch mit. So ist ja nicht. Habe ich auch dann schon vieles geschafft. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. So, ihr seid jetzt auf dem Fußboden. Also eine Länge von, ich glaube, 64 cm waren das. Also da schreibe ich auf. Die Breite konnte ich jetzt noch nicht messen. Aber es sind schon mal über 100 cm. Das kann ich euch schon mal sagen. Also ich habe jetzt in der Zeit jetzt noch so viel gestrickt, weil jetzt ein oder zwei Abend, also ich hatte jetzt nicht so wirklich viel Lust. Den kennt ihr schon. Und der ist jetzt noch dazu gekommen. Dann musste ich ja noch mal was Neues anschlagen. Aua. Und auf eine andere Nadelstärke packen. So sind das die Socken von 2,5 auf 2,0. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die jetzt weiter stricke, weil man sieht jetzt immer noch nicht das Muster so wirklich oder andere Sachen. Deswegen, also wie gesagt, ich war auch noch anders fleißig, also hier, und habe den nochmal aufgewickelt am einen Abend. Ja, ich habe gerade das Licht an, weil es noch dunkel ist und es ist noch früh am Morgen. Also fast 2 Stunden eher geweckt als gewollt. Ja, dann habe ich hier weiter gestrickt.
zersiehe ich jetzt den mal so. Ich mache den Fuß weg. Und so sieht der jetzt zusammengepackt aus. Und ihr seht jetzt, hier war ich das letzte Mal, also Abnahme hier und hier sind es 15 Maschen, also 15 Maschen, also 15 Runden. Und genau in der Mitte habe ich angefangen und hier sind es 10 Runden, also ich habe wirklich hier 10, 15, 10, 15, 10 gemacht. Ja, soweit bin ich schon mal. An den Shawl habe ich jetzt noch nicht weiter gestrickt. Und ja, das ist die Zeit, wo ich ja schon fertig gemacht habe. Habe ich hier so was? Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt. Ich schiebe mal jetzt alles ein bisschen nach vorne. Da, 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 da. Muss nur nachher alles wieder wegräumen gleich. Ja.